Gesualdo ist ein Name eines aus einem leider für uns völlig verstummten Jahrhundert. Es ist der größte, der genialste Madrigalkomponist, den es wahrscheinlich unter der Sonne gegeben hat. Und ein Fürst. Ein Fürst. Carlo de Venosa. Genau. Dessen Schloss auch heute noch existiert, etwa 100 Kilometer östlich von Neapel. Und derjenige, der ihn im Grunde wiederentdeckt hat und sich auf den Weg gemacht hat dorthin, um das in Augenschein zu nehmen, weil er es gar nicht glauben konnte, dass es einen Menschen gegeben hat, der in einer so ungeheuren Modernität bereits komponiert hat, das war kein geringerer als Strawinsky. 1956 macht er sich also auf den Weg nach Neapel und findet also dort dieses Schloss, in einem merkwürdigen Zustand. Die Anwohner dieses kleinen Ortes drumherum wissen im Grunde gar nichts mehr davon. Sie können sich gar nicht erinnern, sie verwechseln. Er erläutert ihnen, wer dieser Mann gewesen ist, der dort mal gelebt hat, vor 400 Jahren. Und er sagt ihnen, das sei ein Komponist gewesen. Er hat sich auch selber wohl als Komponist vorgestellt und habe seine Frau ermordet und die sind erschrocken und haben ihn nicht richtig verstanden und glauben, er sei dieser Mann, der seine Frau ermordet habe. Es kommt also zu Missverständnissen dort. Und er geht in dieses Schloss hinein, sieht also auf dem Sims den Namen Carlo Gesualdo und damit beginnt im Grunde die Renaissance dieses Mannes, die im Grunde auch erst beginnen konnte im 20. Jahrhundert, weil erst dann überhaupt Madrigalchöre wieder gebildet wurden, die in der Lage waren, diese ungeheuer schwierigen Partien der fünfstimmigen Madrigale zu singen, Della Consort und ähnliche, sodass wir heute überhaupt wissen, was für welche Sprache von einem ganz anderen Planeten damals komponiert worden ist. Der lebt in der Renaissance. Ja. Ja? Und er stirbt etwa in der Zeit, in der Monteverdi noch komponiert. Oh ja, Monteverdi, der eben der Sohn eines Handwerkers war und dem sicherlich ein ganz anderes Schicksal widerfahren wäre, wenn er das begangen hätte, was Gesualdo begangen hat. Denn Gesualdo ist eben nicht nur der größte Madrigalkomponist, sondern er ist zugleich Fürst eben von Venosa, aber er ist auch ein Doppelmörder. Er ist ein. Wen hat er gemordet? Er hat seine Frau ermordet und ihren Liebhaber. Aus Eifersucht. Ja, das muss man vielleicht. Hat sie gestraft? Das muss man vielleicht etwas weiter ausführen. Gesualdo war der Sohn eines Mannes. Sein Vater hielt selber ein großes Orchester von 12 Musikern, die, für damals war das viel, wo die Hälfte fast Komponisten waren, der ihm ein großes Anwesen hinterlassen hat. Er aus normannischer Zeit, aus dem Jahre 1094 sind die dort eingesitzen, saßen die schon, der damals seinem Sohn den besten Unterricht überhaupt erteilen lassen, der also in reichen Verhältnissen lebt, der, wenn er
eine Reise unternahm, wurde er von mindestens 150 Bediensteten begleitet. Er hatte, wie wir wissen, mindestens 4 Bedienstete, die ihm morgens das Frühstück ans Bett brachten. Er lebte also in fürstlichsten Verhältnissen. Und um diesen Besitz nicht zu verringern, hat man damals beschlossen, der Vater, die Familie, dass er als 19-Jähriger eine Verwandte, eine Cousine heiraten sollte, die immerhin 6 Jahre älter war. Also einen großen Acker zum Acker hinzu heiraten. Genau. Und diese Cousine, Maria mit Namen, eben auch adliger Herkunft, muss eine ganz ungewöhnlich schöne Frau gewesen sein, leidenschaftliche Person gewesen sein. Sie war mit 25 Jahren bereits zweifache Witwe. Es wird berichtet, dass ihr erster Mann im Grunde an ihr zugrunde gegangen ist wegen ausschweifender Wonnen im Ehestand, die also jetzt ihn ehelichen muss, wenn man so will, und ihn offenbar gar nicht wirklich im wahren Sinne des Wortes geliebt hat. Sie hat, es ist wohl eine dynastische Heirat. Eine Verstandesheirat. Aber was heißt zum Beispiel ausschweifende Wonnen? Ja, ja. Was kann man machen, was einen Mann tötet? Ja, sie hat. Außer, dass man ihn betrügt, dass man ihn verletzt? Ja, also sie muss eben eine wahrscheinlich auch erotisch so ungeheuer aktive Person gewesen sein. Das bekommt ein Mann doch nicht unbedingt tödlich. Ja, also es wird so umschrieben. Dass das ist dieser, ein alter Mann. Ja, wahrscheinlich war es ein älterer Mann. Ja, genau. Dass er also daran wohl einfach mit Herzinfarkt oder eben etwas Ähnlichem dort zugrunde gegangen ist. Und diese Frau nun wirkt elektrisierend auf Gesualdo, hat entflammt eine ungeheure Leidenschaft in ihm. Und die ersten Wochen oder Monate müssen also in einem Taumel der Verliebtheit hingebracht worden sein von Gesualdo. Sie aber, da sie ihn wahrscheinlich gar nicht richtig geliebt hat, ist nach kurzer Zeit eigentlich gelangweilt und verliebt sich heimlich in den Herzog von Andria. Dieser Herzog von Andria, das geht so weit, dass er eines Nachts, kurz nach 4 Uhr morgens, in das Stadtpalais des Carlo Gesualdo mit einem Pfiff da vor dem Haus, das wird also berichtet, ausstößt, dann hat sie ihn reingelassen, die Maria, und nun hatte er wohl einen genauen Plan ausgeheckt. 3 seiner Bediensteten hatten den Auftrag, diesen Ehebrecher dort zu ermorden, und er selber wollte dann hereinkommen und seine Frau ermorden. Und das ist dann auch so durchgeführt worden, aber mit dem Ergebnis, dass er in einer ungeheuren Affekt im Grunde eine Riesenschlachterei hat stattfinden lassen. Er hat also diese Leichen, die dort waren, wohl zerstückelt, hat der Schwerter in sie hineingesteckt. Es muss also ein ungeheures Blutbad dort vor. Was aber selten vorkommt, ja, dass also ein musisch begabter Mensch, ja, ja, der herrliche Madrigale, ja, Musikstücke macht, ja, das muss er ja zu dem Zeitpunkt auch schon gekonnt haben, dass der in dieser Weise sadistische Anfälle hat. Absolut. Das kam natürlich zu einem großen Prozess. Aber er wurde, das waren damals der Comun des Cinquecento, dass dieses als ein Ehrendelikt galt, da es unter Fürsten ausgetragen war. Andria, das bedeutet, der Herzog von Andria, der hat großes Besitztum in der Ägäis. Ein ganz mächtiger bis Zypern in den Inseln. Ja, aber umgekehrt war wiederum Carlo Gesualdo der Neffe eines der reichsten und bedeutendsten Kardinäle in Ferrara. Und das führt dazu, dass er nach dem Prozess zunächst einmal, das gehört auch mit zum Kommando, zu den Schicklichkeiten der damaligen Zeit, nachdem er freigesprochen worden war, jetzt eine Kapelle stiftet und ein Kloster stiftet. Und dann sich auf den Weg macht nach Ferrara, wo dieser reiche, große, einflussreiche Kardinal lebte.
und nun um die Hand anhielt, der Eleonore d'Este, eines der ganz großen Geschlechter. D'Este, das ist doch sozusagen, den gehört was? Ja, gehört Urbino oder das, Mailand das, oder irgendwie ganze Fürstentümer. Ganze Fürstentümer. Es ja. gibt ja doch so ein Bildband. Oh ja, ja, oh ja, berühmt, ja, ja, aus berühmt. Der Zeit. Eines der berühmten Bilder aus dieser Zeit ist auch ein Bild, das dann später Carlo Gesualdo von dieser Eleonore d'Este hat malen lassen. Mit dem Ergebnis aber, dass er sie dann zurückführt, also auf seinen Besitztum. Nach Süditalien wieder? Nach Süditalien wieder. Und nun sich also als ein Tyrann geriert, der diese Frau schlägt, sie täglich wohl verprügelt und betrügt. Und der darüber hinaus jetzt plötzlich in Seelennöte, religiöse Seelenpein gerät und nun selber beginnt Reliquien zu sammeln und Bilder zu malen für die Kapelle, um sein Seelenheil zu retten. Und sich selber täglich dreimal auspeitschen lässt, weil ihm das wohltäte und er damit hoffe, dass ihm seine Sünden darüber vergeben werden. Also er ist also nicht nur ein Doppelmörder, er ist ein Masochist und er ist ein Tyrann, der ungeheure sadistische Züge, grauenvolle Züge. Die Selbstentfaltung des Menschen findet hier statt, ja, im Sinne der Renaissance, Renaissance, und zwar im barbarischen Süditalien, ja, wo die Kontrollen der Staufer nicht mehr funktionieren und der Anjou auch nicht funktionieren. Da verhält er sich so und Ferrara ist verbunden mit den Niederlanden, mit Südengland und so weiter. Das ist die Zivilisation. Da hat er das Komponieren her. Ja, Ferrara ist eben einer jeder großen Orte, in denen auch die Madrigale geübt worden sind. Ein amphibischer Mensch. Ein amphibischer Mensch. Im Unterleib barbarisch, im Oberleib zivilisiert. Ja, also im Sinne dessen, was mal interessanterweise bei Kafka auftaucht in seiner ersten großen Erzählung, das Urteil, wo der Georg Bendemann, ein zivilisierter Mensch, im Vorzimmer an einem Sonntagvormittag spielerisch einen Brief an seinen Freund versiegelt und dann später nochmal einen Blick wirft auf seinen Vater, der in einem Hinterzimmer wohnt, krank ist. Und dieser Vater springt plötzlich auf, zum großen Entsetzen seines Sohnes, hat er die Kraft, die Bettdecke von sich zu werfen, steht überlebensgroß vor ihm und sagt den Satz: Ein Engel bist du, aber noch eigentlicher ein teuflischer Mensch. Ich verurteile dich zum Tode des Ertrinkens, was dann übrigens auch Georg Bendemann tut. Also diese Zweiteilung, die eigentlich erst literarisch wirklich von Kafka bis zum Äußersten beschrieben worden ist, ist im Grunde in dieser Gestalt erkennbar. Die Kompositionen von Gesualdo sind chromatisch. Ja. Das heißt, sie haben eine moderne, dissonante Struktur. Ja. Sie haben im Grunde kein tonales Zentrum. Sie sind also wesentlich moderner als etwa der Tristan von Wagner. Es ist also bereits eine Tonalität hier vorhanden, die überhaupt nicht nirgendwo herkommt. Die kommt von irgendeinem Stern. Außerirdisch ist ja nicht. Außerirdisch nicht, aber sie wirkt auch bis auf den heutigen Tag völlig außerirdisch auf den, der sie hört. Es ist eine Musik, die alle Grenzen der Tonalität überschreitet und hiermit also eine Leidenschaft entfaltet, die wahrscheinlich zusammenhängt mit dieser Leidenschaft, die ihn in diese Liebe getrieben hat, mit mit dieser berühmten Maria und die ihn zeitlebens wohl beschäftigt hat. Er war befreundet mit Torquato Tasso. Tasso hat auf ihn große Hymnen geschrieben. Wer ist Torquato Tasso? Torquato Tasso ist der Mann, der das befreite Jerusalem geschrieben hat. Und der dann Was ist das befreite Jerusalem? Das ist eine der großen Scherzerzählungen. Ja. Und zwar, wer befreit Jerusalem? Das ist das Christentum befreit Jerusalem im Grunde vom Islam. Das ist also ein Vorgang, in dem im Grunde eine bipolare Welt dargestellt wird und eine Feier, eine Gerechtigkeitsfeier, scheinbare Gerechtigkeit endlich erfolgt, dass es endlich gelingt, dieses Heiligtum des Christentums dort aus den Fängen der Heiden zu befreien. Aber es sind doch eigentlich am Sockel
der Moderne. Ja. Ja, bei der Erfindung des modernen Menschen. Ja, ja, ja. Lauter Verrückte tätig. Ja. Also so ähnlich, wie Stanley Kubrick es beschreibt in diesem irischen Drama Berlin. Genau, das sind sehr ähnliche Vorgänge. Das hängt damit zusammen, dass im Grunde eine Liberalität des Adels zulässig war in der Renaissance. Im Vorgriff auf die Liberalität des bürgerlichen Menschen, ja, der diese Freiheit haben möchte, ja, nicht, aber ja, so nicht... nicht ganz so freizügig mit Doppelmord vorführt. Das sind im Grunde die ganz späten Reminiszenzen, die dann in der Französischen